Es gibt nur ein Hallenbad City und es war ja das erste Hallenbad in der Schweiz mit so einem grossen Becken. Es ist durchtränkt oder mit Wasser würde man vielleicht sagen durchspült von 3 Generationen Baukultur. Die Herausforderung war, wie wir aktuelle Technik in ein über 70-jähriges Gebäude integrieren. Vorgefunden haben wir ein Hallenbad im Betrieb, wo die Leute ein- und ausgehen, wo lange gebraucht war und im Prinzip man gewusst hat, es könnte jederzeit sein, dass man den Schlüssel zutun muss, weil etwas kaputt geht. Es war Umbau 25 Jahre, 30 Jahre vorher. In dieser Zeit hat man damals zeittypisch, wie es ist, wie es war in den 70er Jahren, alle Gebäudetechnik, die man hat müssen, neu erneuern, sichtbar gemacht. Und das ist jetzt so, wie wir es gesehen haben, eigentlich die falsche, oder aus der heutigen Sicht, die falsche Antwort gewesen, für das Gebäude, das aus den 30er Jahren ist, wo eine Ikone ist für das neue Bauen in der Stadt Zürich. Und das neue Bauen ist prägt von Transparenz, vom Umgang mit dem Programm, das man sieht, von der Funktionalität, von der Nutzungsidee und vor allem auch von der Begeisterung für die Technik. Man hat die neuesten Sachen eingebaut, die es gegeben hat auf dem Markt gab, zum Beispiel eine Wärmepumpenanlage. Man hat die in eine Maschinenhalle eingebaut, wo sie die ganze Bevölkerung hat können sehen, aber man hat es nicht nach außen gestülpt, wie das wir vorgefunden haben. Das Programm sieht man sehr gut an der Vielfalt von Nutzungen im Gebäude, die waren. Es ist ja nicht nur gebadet worden, sondern es war auch ein Kaffee mit Blick in die Stadt. Es hat eine grosse Gymnastikhalle, wo man sich bewegen konnte, und eben eine Liegewiese, um an die Sonne zu liegen. Es gibt den Hauptraum nach Süden, die Schwimmhalle. Und es gibt die zudienenden Räume, da zu der Stadt hin, mit der Garderobe, die dann auch so materialisiert waren, also so gebaut waren, dass man Metallfenster hatte, also edle Fenster in den Schwimmhallen und Holzfenster, wo quasi so das Alltagsmaterial war, zum Vorplatz. Dort drin, und da komme ich jetzt weg vom Credo der Modernen, ist dann die Eingangshalle, wo dann die eigentliche Schöpfung vom Architekt Hermann Herter war. Mit dieser Eingangshalle, die ein bisschen vorsteht, hat er die Adresse gemacht zur Stadt. Das Gebäude steht ja eigentlich in zweiter Reihe, hat in dem Sinn nicht wirklich eine gute Adresse. Mit dieser Schöpfung, wie das vorsteht, und dann auch wieder mit den edlen Fenstern im Metall so ein bisschen vorkommt, hat er es geschafft, dass man auch von da vorne, von der Silporte, das Gebäude sofort erkennt. Und wir sind so angegangen, dass wir eigentlich das erste Mal geschaut haben, was finden wir vor, welchen Zustand hat es, was kann man noch brauchen. Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, also als wesentliches Element muss man die Lüftung neu konzipieren. Die Lüftung, die als Abluftanlage in den 70er Jahren gut sichtbar unten an dem alten Oberlicht, das es drin hatte, gefasst worden ist und quer durch die Eingangshalle in den Keller geführt worden ist, die Lüftung neu zu konzipieren an einem anderen Ort, dass man die Schwimmhalle mit dem Oberlicht wieder herstellen kann und dass man auch die Eingangshalle freiräumen kann, dass man, wenn man reinkommt, wieder einen freien Raum vorfindet und die ganze Dramaturgie vom Baden als Badegast aus Haus kann gehen, wieder erlebbar wird. Das Oberlicht in der Schwimmhalle transportiert
in der Raumstimmung einerseits noch das von diesen Bädern aus dem 19. Jahrhundert, die Thermentypologie, die von oben das Licht überkommt. Andererseits ist es aber auch ganz, also wenn man die alten Bilder anschaut, ganz eine einmalige Situation gewesen, dass das eine Verglasung hatte auf der unteren Seite, wo er so gewellt war. Beim Wiederherstellen sind wir gleich vorgegangen, wie wir mit allen Massnahmen vorgegangen sind im Projekt. Wir haben immer zuerst geschaut, was ist noch vorhanden und wie kann man es noch brauchen. Und wie kann man es dann neu interpretieren, um eben dem Wesen von der Architektur wieder näher zu kommen, das damals Hermann Herter postuliert hatte. Beim Oberlicht war es eigentlich das, dass wir ein voll funktionsfähiges Fachwerk, Tragwerk vorgefunden haben. Also das sind Fachwerkträger aus Stahl, wo auch die Träger, die in den ursprünglichen Gläsern drin gestanden sind, noch vorhanden waren, also die Stahlträger. Wenn man heute aber eine Verglasung macht, ist die um ein Vielfaches schwerer, weil heute hat man andere normative Vorgaben, also andere Gesetze, was ein Glas über dem Kopf muss. Das darf zum Beispiel nicht runterfallen, wenn es kaputt geht. Das war früher noch nicht so gewesen. Und dann haben wir zuerst einmal bei allem, was wir uns überlegt haben, wie wir das machen können, immer die Rechnungsmaschine nebendran haben und überlegen, ja, das gibt noch mal Kilo, geht nicht. Weil das originale Tragwerk trägt so und so viel Kilo. Und wenn es schwerer wird, dann geht es nicht. Und das war dort dann eigentlich auch wieder die Herausforderung gewesen. Wie können wir das machen, dass das geht, ohne dass wir das Tragwerk verstärken müssen? Weil das hat es kaputt gemacht und wir haben es ja wollen erhalten. Und die Lösung war dann eigentlich, das Glas hebt sich selber und steht in diesen alten Stahlträgern, wo man natürlich neue Korrosionsschutz drauf gemacht, also gegen Rost behandelt hat. Und dann haben wir es so gemacht, dass am Rand die Wellen kleiner sind und in der Mitte steiler werden. Und das ist so zurückhaltend, dass glaube ich, viele Leute, die jetzt das erste Mal reingehen, das gar nicht sehen. Aber die Rückenschwung machen jeden Tag da im 50-Meter-Becken, die haben es glaube ich, unterdessen entdeckt, dass das nicht über die ganze Länge der gleiche Winkel ist, wo die Faltung hat. In Bezug auf die Nutzung und im Umstand, dass es ja auch ein Schutzobjekt ist, ein Denkmalpfleger ist, das fast ein Glücksfall gewesen, die Aufgabe für uns, weil man in der Denkmalpflege auch häufig davor steht, dass man ein Gebäude umnutzen muss, weil man es nicht mehr so braucht, wie es mal gedacht war. Und in dem Sinn ist eigentlich in Bezug auf die Nutzung ja vor allem das die Aufgabe gewesen. Und jetzt komme ich eben zum Architektonischen, oder? Das Ursprüngliche vom Badeerlebnis wieder spürbar machen. Also die Atmosphäre, die in diesen Räumen drin sind, wieder spürbar zu machen.